Moin und herzlich willkommen hier zurück zum LS22 auf der schönen Nordermarsch. Jupp, es geht los. Wir wollen unser Gras runterholen, mein Gott. So, einmal alles abkoppeln noch. Genau, das kam ja noch von der Drille. So, einmal kurz das Mähwerk, hätte ich fast gesagt, ankoppeln. Sprich, den Klotz erstmal weg. Ohne das Frontklötzli. So. Okidoki. Dann können wir uns einmal das Mähwerk ranklöppeln. So, wo sind wir da? Wing, wing. Ich bin mal gespannt, ob das Mais, ob wir den Mais in die Silo-Geschichte fahren können, ob er das macht. Weil, also, dass wir das machen können und da auch abladen können. Also, dass das nur so ein Ding ist, er mag halt das Gras nicht, weil das, ich finde das schon alles äußerst merkwürdig. Aber naja, wir schauen mal. Schon ganz dran? I think so. Okay, dann lasst uns mal zur Wiese fahren. Einmal zur Wiese. Da brauchen wir einen Ladewagen, genau. Ich wollte gerade sagen, welchen Anhänger nehmen wir dafür, welchen aber ich mir genau, wir haben ja einen Ladewagen. Wo haben wir den? Ich glaube, der ist ja in der Dings drin, ne? Hier in der. Da könnte man ja auch mal einen größeren wählen. So, tatsächlich der zweite Schnitt. Ich dachte immer, man kriegt 4 Schnitte hin, aber anscheinend nicht, oder? Ist doch unser zweiter, ne? Ja. Ich glaube, Silage haben wir auch nicht mehr. Nee. Das muss ich fort dazu machen. Ja, wie gesagt, die Wiese hier ist schwierig. Durch den Zaun halt, ne? Ich glaube, den kann ich auch nicht wegmachen. Wir machen mal die Pforte zu. Weil die Pforte geht auch tatsächlich nur. In diese Richtung auf. Hallo Pforte? Achso, ich glaube, ich muss. Hallo? Aber hier so mit Litzen, ne? Angedeutet. Leute, ich konnte doch die Pforte zumachen. so, alles klar. Es geht auch nur in eine Richtung auf, ne? Ja. Ja. Echt. Ganz halt mit E. Ja, wir sind schon so lange hier nicht mehr drauf gewesen. So, dann klapp mal aus den Herbie. So, da würde ich natürlich gleich auf Schwatt gehen. Da muss ich nur mal gucken, war das mit Minus, glaube ich. Ja, mit. Womit war das? War das wieder mit Z? Moment. Da muss ich rauf. Schwattablage. So. Hey. Da würde ich dann auch, ich glaube, so fahren, ne? Fahren wir so oder machen wir es mit Autodrive? Hier mit unserem. Ihr wisst, was ich meine. Döns. Ich würde fast sagen, ja. Ja, das sieht schon sehr gut aus, so sogar. Ich mach das mal. Da haben wir wenigstens mal ein bisschen. Bisschen das erste Mal hier vielleicht ein bisschen Struktur drin in der ganzen Geschichte.
sehr schön. Leute, es geht wieder los, es geht wieder los. Und dann müssen wir mal sehen. Wie gesagt, das sollte dann fertig gemacht werden. Das geht ja eigentlich, geht das hier ja fix. Da müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Dann gehen wir ja schon wieder langsam, aber sicher in den Winter. Na, das machen wir gleich. Ja, ich muss hier wieder mal meinen kleinen Knöpfen. Irgendwie funktioniert das nicht mehr so richtig. Da muss man schon irgendwie jetzt mittlerweile richtig. Ich habe ja so eine schöne Seitenkonsole, die eigentlich recht gut ist. Aber eigentlich, naja. Eigentlich hätte ich vielleicht eventuell hier unser kleiner Hof, alles super. Aber ich wollte eigentlich mal die ganzen Dinger ausstellen. Wie diese Icons. Ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt die ganze Zeit an. Naja. So, ja, ich weiß nicht, als nächstes, also wie gesagt, ich will auf jeden Fall ja noch mal, sagt mal schnell, Mischration noch mal machen. Das muss denn ja auch noch mal passieren, ne? Mal sehen, ob ich das diesmal hinbekomme. Wie sieht das hier aus im Sale? Obwohl, da haben wir ja erst reingeguckt. Ja, die Rinder. Schweinefutter könnte man auch noch mal wieder kaufen. Sowieso mal gucken, wie das mit den Schweinen ist. Bei den Schweinen gleich mal reingucken. Aber das machen wir dann, wenn wir hier durch sind, weil das dafür ist für die Strecke zu kurz, glaube ich, oder? Wir können ja gleich einmal reinklotzen. Halt. Wie sieht das aus? Ob wir da vielleicht schon mal was verkaufen können. Ja, wir haben 3 650er tatsächlich. Sag mal, hatten wir nicht auch jemanden schon mit 700? Oder ist es so, wenn die ein bestimmtes Alter haben, verschwinden die? Ich weiß das gar nicht so genau. Weil ich meine, wir hatten doch schon einen mit 700. Ich muss ja auch erstmal reinkommen. Ja toll, jetzt komme ich rein und nach dem November gibt es den 25er, da ist eh alles anders. Ah, da finde ich das denn schon. Ich habe ja zu spät hochgemacht. Schon ein bisschen nett, bisschen geiler, wenn. Ich finde das gut, dass sie es eingeführt haben, dass es die Wachstumsstufen, dass man die auch sieht in Form von Häbchen, Starten und so weiter. Ne? Also. Machen wir dann hier lieber noch einen Moment so weiter. Ja, mal überlegen. Dann würde ich ja schon fast sagen, wir verkaufen mal die 600er. Naja, oder 700 ging das. Ich weiß, wir hatten welche, die kamen 700. Und die haben wir noch nicht verkauft. Da habe ich ja gesagt, die lassen wir drin. Wir gucken gleich mal in Ruhe nach.
Da gucken wir gleich mal in Ruhe nach. Jetzt bin ich auch gleich am Überlegen, ob ich mir das, uns das antun soll, dieses kleine Stück da zu machen. Das finde ich dann schon immer ein bisschen nervig. Muss ich euch ja mal so ganz ehrlich gestehen. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich lasse das. So, ich fahre jetzt hier das Stück. Ich lasse das jetzt. Das wird zu viel Rumgedöse. Ah, warte mal hier. Ich weiß gar nicht, warum der immer so viel stehen lässt. Sowieso steht sowieso ziemlich viel noch rum irgendwie, ne? Ziemlich hier so vorne ziemlich unsauber. Ich weiß gar nicht warum. Aber lassen wir. Wir fahren sie zu, dass wir den Kram jetzt erstmal wegkriegen hier und dann. So, hier das Stück. In diese Kurve. So weit wie es geht zurück. Das ziehe ich denn gleich nochmal nach. Ja, darum hätte ich gerne ein schönes quadratisches oder rechteckiges Feld, gerade hier zum Mähen. Da kann man eine schöne Bahn fahren. Weil jetzt hier sowas wie auf dem Deich, irgendwie kann man ja nur auf dem Deich mähen. Nee, das meine ich. Da habe ich nicht so viel Bock drauf. Da müssen wir ja was mit Schafen machen oder so. Muss ich jetzt ja rumziehen. Das geht nicht anders. Dann machen wir erstmal hier das Stück und dann kann ich gleich mit dem. Mit der, wie heißt das? Lenkhilfe hier einmal mitmachen. Ne, der ist unten, der mäht. Merkwürdig. Ob das jetzt nur so ein grafisches Ding ist, ich finde es ein bisschen komisch. Stehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Das muss ich auch nicht, glaube ich. Knöpfe sind schon ausgelutscht. So, aber gemäht, das ging ja dann fix. Vorne gleich die eine Ecke noch ein bisschen und dann ist das auch gut. Dann können wir uns mit dem Ladewagen rumquälen. Na, was heißt rumquälen, aber sehen, dass wir das da reinkriegen. Dann müssen wir es ja noch verdichten. Aber ich glaube, das können das können wir dann auch machen, verdichten. Ja, nee, wir fahren dann erstmal alles rein und dann haben wir das Verdichtungsding. Da kriegt er jetzt den ein, schwuppsi mit, ja. Auf jeden Fall ist das schon mal ein bisschen sauberer, als wie wir es sonst immer gemacht haben. Auch wenn ich jetzt die Kurven nicht ganz mitkriege, aber es ist ja mit dem Ladewagen sowieso immer schwierig. Aber ich ziehe gleich rum und dann mähe ich das da hinten einmal ab. Okay, Kurvenfahrt ist klar, dass man da das nicht immer so ganz mitkriegt. Das wissen wir ja. So.
So, ich hatte doch alles zusammenklappen war hier. Da sind wir. Stopp! Ja, schade, dass man die... Also ich hätte den Zaun schon lange weggemacht, aber ich meine, das hatten wir ausprobiert, das ging nicht. Der ist hier fest drinne. Das finde ich ein bisschen schade. Weil die Wiese auch nicht so richtig als Feld zählt. Also wie gesagt, ich würde die schon gerne sonst auch als für welche also wie unseren Hofladen und sowas dann einfach dahinstellen. Tor aufmachen, kommen sie rein, können sie hier kaufen. Sowas. Und dann lieber ein anständiges Feld mit Rasen. Allerdings sind mir die Felder dann zu schade, um da nur Rasen anzusehen. So, Kollege, du bist dann fertig. Dann stelle ich dich jetzt erst einmal hier rein. Stopp. Ausmachen. Genau, den brauchen wir jetzt. Das heißt, dann nehmen wir unseren End. Das koppeln wir hier mal eben ab. Das Fendli hat einen wunderschönen... Ich wollte gerade sagen, was steht da denn noch? Junge, Junge, jetzt haben wir hier aber... Jetzt haben wir hier aber alles eingemottet, eingehauen oder was? Okay, dann wollen wir mal... ich werde doch schon mal vorbereiten. Ach, und zwar abladen. Jetzt muss ich nur mal gucken. Wiese, das war, glaube ich, Deich. Wiese 1. Abladen. Glaube ich, war ja auf dem Hof. Dünger, 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 Hühnerstall, Schweinestall. Oho. Nee, Moment. Ab da. Hof. Silo 1. Hof. Hof 1. Silo 1. Ach so, genau, 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 genau. Und dann A, B, C. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal mit A an. Gut. So, dann können wir das mal wieder ausmachen. Und dann fahren wir da mal hin. Spät, happy noch. Den haben wir auch noch dran. Silage. So, ja, da ist ja noch Milch, aber Milchproduktion. Fährst du da auch alleine hin? Weil dann kann ich nämlich den mal vorbereiten. Dann können wir damit nämlich... Was haben wir hinten? Hier haben wir den Düngerstreuer dran, ne? Da ist auch Dünger... Ja, wo fahre ich den denn jetzt noch hin? Was darauf wir können? Ich sehe nichts. So. Da hast du ja schon ein Gewicht. Ah!
Wasser, ein Gewicht vorne. Dann machen wir noch das Heckgewicht dran. Und dann können wir wieder so ein bisschen switchen. Ich glaube, eine Silagewalze hatten wir uns ja nicht gekauft, ne? So, aber du müsstest mal ein bisschen jetzt hier aus dem Weg fahren, so. Jetzt kriegen wir gleich Probleme. Dann können wir schon mal rübergehen zum Feld. Den lassen wir einfach mal laufen. So, warte. Ich wollte jetzt einmal die Dinger kurz mal abschalten. Und da, was war das denn? Flimmit. Kransteuerung. Infopunkte, ne? Ne, die war's. Ich glaube, das war ein Interaktionsmarker. Ja, genau. Ist er schon da? Ja, ist er denn schon da? Achso, der ist am Seedrunner. Ich wollte gerade sagen, wo ist unser John Deere? Da ist er. Und da hängst du? Nee, du hängst da. Ja, genau, das war ja auch das. Er kommt gar nicht durch die Kurve. Darum, ich dachte ja schon mal, ob ich das automatisiere. Aber er macht das hier nicht so gerne. So, du hast, bist schon. Ja, das ist nämlich, der kommt es nämlich nicht durch. Könnte vielleicht die. So, anders die Punkte anders setzen, aber. Nee. Wir machen so, ich fahre ihn wie immer auf die Straße, dann sage ich, er soll zum Silo fahren, soll das denn einmal da reinpacken. Ich kann ja auch, wartet mal kurz, konnte ich da nicht, wartet mal, abladen, rotieren. Rotieren, B und entladen. Nee, nur das ist aufladen, würde ich sagen. Das ist abladen. Wir machen das so. Weil dann sollte er die immer. Aber ich mache den ja immer zwischendurch aus. Ich glaube, das war das. War dann auch so das Problem, was nicht so funktioniert hat. Ne? Aber wir testen mal. Wir gucken mal. Aber hier ist gut was drauf, glaube ich. Na, soll ich einfach den Klaas nehmen? Aber sonst hast du doch die Arbeit auch immer gemacht. Hab doch alle Schläuche dran. Ja, der ist. Jetzt kämpft. Es kämpft. Ah, ich brauchte ja noch einen Screenshot. Nützt ja nichts, ne? Ja gut, ich schätze, wir werden hier auf jeden Fall in der nächsten Folge auch noch bei sein. Dann hier unsere Silage machen. Und dann schätze ich, wenn wir noch Aufträge machen. Da drüben ist klar, das können wir, machen wir erst im April. Mais. Da machen wir hier einmal das Stückchen, dass das gegessen ist. Ich habe ein bisschen das Gefühl, es quält sich. Aber ich kann mich da jetzt auch täuschen. Aber guck mal, seht ihr das? Der hat doch einen Streifen stehen gelassen. Warum? Hat er mein Mähwerk? Oder habe ich eher was am Mähwerk vorne nicht angeschlossen? Sieht ja fast so aus. Ich habe schon wieder eher was. Ich habe schon wieder eher was vergessen. Scheiße, ich glaube, ich habe vorne am Mähwerk irgendwas nicht angeschlossen gehabt, dass er nicht lief. Ja, okay, okay, okay. Es hat mich schon gewundert, ey.
Es hat mich schon gewundert. Ach, es ist ja immer irgendwas. Es ist ja immer irgendwas. Da haben wir 86. Nö, 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 das nehmen wir noch mit. Ja, das Naturschutzamt hat gesagt, sie müssen einen Streifen stehen lassen, ein paar. Okay, mache ich doch nicht. Also, ich kann nichts dafür. Ah, nee, das war wieder ärgerlich. Irgendwie quält er sich. Esel, Leute, ich glaube, ich muss hier wirklich gleich den. Nee, mach. Nein. Was? Hallo. Ich glaube, ich muss hier gleich mal den Klaas ranmachen. Irgendwie. Aber wir haben doch sonst immer den Fendt dran gehabt, ne? Kommst du rum? Dann hüpfe ich nämlich einmal rüber zum Klaas. Dann können wir den nämlich hier schon einmal abkoppeln. Dann koppeln wir den nämlich schon mal ab. Eigentlich hätten wir da ruhig das Mäh weg, glaube ich. Das müssen wir sowieso noch rausziehen. Das müssen wir noch waschen. Waschen und reinigen. Aber da müssen wir mal gucken. Vielleicht schafft das ja unser... Wie heißt der? Unser John Deere Alligator. Weil der hat ja auch eine 3-Punkt-Aufnahme. Das haben wir denen ja gegönnt. So, dann warten wir mal auf unseren Fendt. Obwohl, das können wir dann... Jetzt mal von hier angucken. Ja, ich muss den ja über Autodrive fahren lassen, weil alle, ihr wisst ja, ich kann das da nicht abladen manuell. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. So, das ist auch das erste Mal, dass wir das Silo hier mit dem zweiten Schnitt hier beglücken. Ne? Sonst hatten wir ja immer nur einen Schnitt drin. Wird jetzt auch das letzte Mal sein. Das nächste Mal machen wir Silage nur noch in Ballen. Und da machen wir dann Silage nur noch mit Ballen. Der Rest wird dann mit Mais gemacht. Also ich glaube, das sollte ja für dich gar kein Problem sein, Kollege. So, und ich glaube, ich muss das tatsächlich automatisch umstellen. So, wir gehen jetzt hier nochmal rauf, dann gehen wir auf darauf, dann gehen wir auf die Dick. Gras und Wiese. Dann mache ich Wiese Nummer 1. Und dann abladen. Machen wir... Wo war das? War das Hof? Nein, hier, Hofsilo 1. A habe ich jetzt eben. Jetzt gehe ich auf B. Dann kann der erstmal losdüsen. Wir springen hier in unseren... Ich mache hier einmal an, sonst sehe ich das nämlich ja nicht. Oh,
Doppel die Doppel. Ja, du bist halt nur so ein kleines Ding. Ich wollte gerade sagen, aber er macht auch was, ne? Hab ich alle Gewichte hoch? Ja. Brauch den kleinsten Schlepper hier am Start dafür, ne? Ah, ist nicht schlimm. Kann das ja hier schon mal schön verdichten. Dann kriegen wir da wenigstens auch ein bisschen... Eieiei. Nicht gut. Nicht gut. Ja, jetzt haben wir schon mal die 100%. Was hatte ich gesagt? Konnte das... Hatten wir das nicht auch mal mit Cosplay gemacht? Aber das hat... Ja, das hat, glaube ich, nicht... Das hatte nicht ganz so funktioniert, meine ich. Aber es ist halt sehr eng, ne? Ja, die Auswahl der Karte war mal wieder so semi-doll. Aber naja, gut. Wie gesagt, das Ganze hat ja eh dann bald ein Ende und... Dann schauen wir mal. So lange zocken wir noch ein bisschen, damit ich nie aus der Übung komme. Zumindest mit den Basics. Ihr seht ja... Trotz allem lasse ich immer noch verstehen. Wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Waren wir hier? Sehr irritierend mit dem Gras, was noch steht. Ich glaube, ne? Ja. Hört sich Emmy gesünder an, oder? Was meint ihr? So. Gesünder. Jo. Ich würde sagen, wir beenden die Folge und ich springe gleich rüber und mache hier weiter. Na, und dann sehen wir uns übermorgen, wenn ihr Bock habt. Also, macht's gut, euer Mahu. Ciao. Dann gucken wir auch mal nach den Schweinchen.